LDP Witcast, der Videopodcast für alle, alle Selbstständigen und alle Mac-User. Informationen aus der Region zur Selbstständigkeit mit und ohne einen Mac. Und natürlich die gelegentlichen News. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum 7. LDP Witcast. Mein Name ist Raffi Schimanski. Und ich habe auf jeden Fall heute etwas Besonderes für euch vorbereitet. Doch bevor wir zum heutigen Thema kommen werden, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für das Video-Feedback vom Andreas aus Hamburg. Das wurde ja bereits in der 6. Videocast-Episode gesendet und auch zu den anderen E-Mails, aber die ich aus Zeitgründen einfach in meiner Selbstständigkeit von ldpcom.de nicht vorlesen, nicht senden kann, weil es einfach sonst den Rahmen sprengen würde. Auf jeden Fall im heutigen Thema möchte ich euch ein wenig die analoge Videobearbeitung ein Stückchen näher bringen. Es ist ganz normal, man hat schon mal eine VHS-Videokassette oder auch anderes analoges Material vorliegen. Jetzt wird es höchste Zeit, dieses Material in den Computer, vor allem auch in den Mac, zu konvertieren. Dafür habe ich euch zwei Geräte herausgesucht. Die Recherchen im Internet haben ergeben, dass es nicht viele Boxen oder auch mobile Maßnahmen extern über Firewire bzw. USB, besonders mit der Arbeit mit einem Mac, gibt. Aber eins habe ich euch auf jeden Fall hier mal mitgebracht. Das ist der ADVC 55 von der Firma Canapus. Der sieht im Folgenden halt so aus, den habe ich auch schon ausgepackt mit euch. Es ist nichts anderes als eine Box, die über Firewire angeschlossen wird. Hier haben wir die Möglichkeit, über Cinch alle Sachen anzuschließen. Und auf der Rückseite dieser Box finden sich nochmal ein paar Pins, wo ich nochmal im Verlauf der Sendung eingehen werde. Sehr empfehlenswert ist es auch auf jeden Fall dann, wenn man auch die EDIUS 4 Version hat. Das ist eine spezielle Software, gerade für den Mac-Bereich. Diese Software, die liegt ebenfalls hier bei mir. Getestet habe ich sie leider noch nicht. Das werde ich auch noch vielleicht versuchen, mal im Laufe der Sendung zu machen. Title Motion Pro für Canapus. EDIUS Version 4. Das ist die Installations-CD. Und es gibt natürlich unheimlich viele Anleitungen. Ich meine, im Land der Service-Dienstleistungen ist es ja doch schon wieder verwunderlich. Hier haben wir auch nochmal etwas, Hardware-Setting-Guides, Sound-Soap ist noch mit dabei. Aber ich werde diese Software euch in dieser Kurzsendung nicht zeigen können. Denn es geht ja viel mehr um die Hardware, wie eben um diese Box, die ich euch ebenfalls vorstellen möchte. Außerdem ganz neu herausgekommen von Pinnacle, denn die stellt jetzt die neue Hardware vor und da gibt es eine basierende Pinnacle Video Capture für den Mac. Auch die ist bei uns im LDP Cast Studio und alles das und viel mehr findet ihr jetzt. Ich gebe zu, diese Packung habe ich noch gar nicht ausgepackt. Ich weiß noch gar nicht, was genau da drin ist, aber wir sind vorbereitet und werden mal mit euch gemeinsam diese Packung aufmachen. Ich weiß gar nicht, was mich genau erwarten wird, aber ich denke mal, etwas Sinnvolles gerade für den Mac. Ah ja, recht unkompliziert präsentiert Pinnacle seine Video Capture für den Mac vor. Aber eigentlich erwarte ich das auch, wie von Apple-Produkten. Keep it simple. Diese wunderschöne Box ist hier noch einmal dargestellt. Was man dabei beachten muss, ist, dass man auf jeden Fall zuerst die Software installiert, bevor man diesen Stecker hier in seinen USB-Port des Macs hineinlegt. Aber auch hier ist etwas mit dabei. Und zwar ist das einmal die Software hier. Und das werden wir auch später nochmal gemeinsam machen. Für den analogen Videotest brauchen wir außer den beiden Boxen noch etwas anderes. Und das zeige ich euch auch jetzt.
Wir benötigen neben den Keyplayern der Pinnacle Video Capture for Mac, der Canopus ADVC 55 Box, natürlich auch einen mobilen Computer sowie passende Cinch-Kabel, naja, ein kleines Sortiment auf jeden Fall, einen iPod mit Videofunktion, analoges Videomaterial, hier ein paar VHS-Videokassetten und natürlich einen analogen Zuspieler. Doch vorher teste ich noch das analoge Material, ob das auch einwandfrei in Ordnung ist. Ja, das Material ist vollkommen in Ordnung. Bei der Canopus Box finden wir auch nochmal eine ganz detaillierte Anleitung, wie wir das analoge Videomaterial zum Computer capturen können. Vielleicht an dieser Stelle noch ein paar kurze Worte zu der Canopus ADVC 55 Box. Auf der Rückseite dieser Box finden wir noch ganz interessante DIP-Switches, nämlich 4 von 1 bis 6 mit noch gewissen Einstellungen. Wenn die DIP-Pins unten sind, dann sind sie on und wenn sie oben sind, sind sie aus. 6 allgemeine Einstellungen gibt es. Der erste, der beschreibt ganz einfach das Videoformat. Wenn es aus ist, das heißt, wenn es oben ist, dann hätten wir das NTSC-Format. Wenn es unten ist, wenn es on ist, dann haben wir das europäische PAL-Format. Bei 2, der ist halt dafür zuständig zum Beispiel, dass man hier ein NTSC-Setup-Level bestimmen kann. Das geht aber dann Richtung PAL und SECAM an dieser Stelle vielleicht ein bisschen noch zu kompliziert und nicht unbedingt wirklich für den semi-professionellen Gebrauch einsetzbar. Der dritte ist aber dafür viel interessanter. Bei dem dritten handelt es sich dann um eine Möglichkeit, das Audio-Input-Level, also die Lautstärke, zu regeln. Wenn der aus ist, sprich oben ist, dann haben wir einen Audio-Input von 0 Dezibel. Wenn der aber unten ist, also auf On ist, dann haben wir circa plus 15 dB, also eine hörbare Verstärkung. Ja, ansonsten kann man 4, 5 und 6, die sind noch frei, die kann man reservieren, deswegen habe ich die auch ausgelassen. So viel auf jeden Fall zur Erklärung der DIP-Switches. Auf der anderen Seite der Box die bekannten S-Video-Imports, dann haben wir hier den normalen Cinch-Video-In und die beiden roten und weißen Cinch-Stecker sind für Audio. Damit die Box hundertprozentig gut funktioniert, gibt es hier nochmal eine Kontrollleuchte, die ist momentan noch nicht aktiviert. Die wird im Idealfall grün leuchten, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dieser Indikator anzeigt, dass der DV-Stream gerade durch die Box hindurchgeht. Sollte sie allerdings rot zeigen, dann haben wir Probleme. Es kann zum Beispiel sein, dass der DV-Stream nicht normal produziert werden kann, weil es irgendwelche Fluktuationen oder Synchronisationsprobleme geben kann. Oder dass auch ein Kopiercode von Makrovision da ist und dass dieses Makrovisionssignal halt vorhanden ist. Nochmal kurz zurück auf die Rückseite, wem es eben aufgefallen ist, als ich die Pins erklärt habe. Hier ist noch eine Möglichkeit, ein externes Stromgerät anzuschließen. Das ist aber dann nur notwendig, wenn der Computer keinen 6-Pin-Firewire-Port hat oder wenn der Bus-Powered Firewire-Port nicht funktioniert. Dann hat man hier nochmal die Möglichkeit, ein externes Stromgerät anzuschließen. Bei der Canopus-Box, die ich jetzt hier nochmal halte, handelt es sich dabei um einen ganz normalen transportablen AD-Wandler, wie man auch hier sehen kann, für hochwertige Videowandlungen von analogen Videofilmen nach DV. Verarbeitete Composite Audio Video, also das kann zum Beispiel VHS sein oder auch dementsprechend Video 8. Wir haben auch Super VHS, alles hier über diese Cinch-Stecker, wandelt er nach DV, das ist Mini-DV, dementsprechend DV und D8.
Diese Box hier ist eine hervorragende Erweiterung für eine spezielle DV-Schnittkarte oder für den FireWire-Anschluss ebenfalls nutzbar. Und so bekommen auch günstige Schnittkarten oder einfache Notebooks mit FireWire-Eingang günstige Möglichkeiten, einen hochwertigen analogen Eingang zu erhalten. Alleine das schon sehr gut vorstellbar für Journalisten on Tour, für Vidcaster und alle anderen, die mit analogem Videomaterial zu tun haben.